Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Everspace 2 Titans DLC mit Captain Reeljog. Wir versuchen jetzt die Perlentauchen. Dazu müssen wir in einen Leviathan nochmal rein. Wir sind ja schon mal beim ersten Mal da reingedüst, letzte Folge. Und jetzt versuchen wir eine Perle zu bergen. Alter Schwede. Bestätigt. Ich habe mehrere Duftstoffsignaturen erfasst. So, Duft haben wir. Dazu muss man einfach nur die Gegner hier abschießen. Ja. Und deren Duft aufnehmen. Nicht mehr als ein teurer Angelköder. Genau. So, jetzt ist das ist reine Glückssache. Da sind zufallsgenerierte Sequenzen. Man muss hier irgendwie durch. Sie, ob vielleicht Redeemer-Trümmer die Ursache sind. Wir wollen ja schließlich, dass unsere Leviathane sich wohlfühlen. So, okay, okay. So, keine Windpassage. Keine, bitte, keine Windpassage. Bitte 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 keine Windpassage. Was muss ich da machen? Harpun entfernen. Oh, armes Baby. Wer ist eine brave, gigantische Weltraumbestie? Du! Oh, ist das ein Schwachsinn, ey. Ist das ein Schwachsinn, Alter. Wer ist eine Bestie? Ah, warum komme ich da nicht dicht genug ran? So, jetzt. So, jetzt mal. Okay. Wo ist die letzte Harpune? Warum ist die jetzt hier so versteckt? Das gibt's doch alles nicht, ey. Super, okay, okay. Mein Gott, warum ist das so versteckt gewesen?
Ah, so, okay, ganz ruhig, 12%. Keine Windpassage, keine Windpassage, keine Windpassage. Okay. Durchtrennende Gruppen von Nervensträngen gleichzeitig. So, eins, zwei, drei. Vielleicht. Von welcher Seite? Von hier? Nee, das ist die falsche Richtung. Drei Stränge, eins, zwei, drei, vielleicht von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Von der anderen Seite. So, jetzt. Das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Keine Windpassage. Keine Windpassage. Oh nein, eine Windpassage. Hier tummeln sich mehr Kreaturen als auf den meisten Planeten in der DMC. So, ich bin durch. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin durchgeglitscht. Ich bin durchgeglitscht. Bitte in einer anderen Dimension. Okay, wisst ihr was? Das lasse ich jetzt drin mit diesen ganzen Fehlern und mit dem Unmöglichkeit. Also schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das, ob ihr das gleich geschafft habt oder so. Hier sind doch keine Eier jetzt. Da sind Eier, da sind Eier. Doch, tatsächlich. Da. Super. Ja. Jack,
Levitan-Perle. Sehen Sie sich diese riesige Perle an. Oh, könnten Sie sie bergen? Das umgebende Gewebe könnte mir helfen, das Alter dieses Leviathans zu bestimmen. Die Überreste im Kern dieses Objekts sind sicher ebenfalls von Wert. Oh, die Perle selbst können Sie behalten. Sie ist unerheblich für meine Forschung. Ich hab die Perle, mein Gott, Alter, ich hab die Perle. Oh. Wir sind raus. Ich hab die Perle wirklich gekriegt. Ausgezeichnet. Einmal durchgeglitscht. Können Sie mir in die BRI-Anlage bringen? Ich nehme, was ich brauche und säubere sie für Sie. So. Okay. Ein bisschen Loot. So, jetzt in die Bioanlage wieder zurück. Schildbrechende Raketen. So, okay. Wie komme ich jetzt hier raus? Sprungantrieb. Alter, ich hab's geschafft. Ich glaub das ja nicht. Meine Güte, war das eine schwierige Geburt. Ihr macht doch keine Vorstellung. Ich glaube, ich habe das 15 Mal versucht, diese Perle zu kriegen. Und immer, das, wenn ihr das spielt, da diese Windpassagen, da habt ihr ja gesehen, da bin ich mit einem Turbo Boost durch die Wand geglitscht. Aus dem Darm heraus. Ziemlich verrückt. So, Kosh Orbit. Nee, wir müssen. Ach, deshalb konnte ich das immer nicht sehen, weil das genau in der Sonne ist. Leviathan auf Chinnat erfasst. Ziehen Sie die Gummihandschuhe an. Wir werden ihn sondieren. Okay. Aber abstürzen tut das Programm ja wenigstens nicht. Muss ich nicht jetzt einfach wieder dahin? Kehre mit der einer Perle zu Dr. Carpadia zurück. Das ist hier, glaube ich. Ich säubere die Perle und werfe sie daneben der Station aus. Was da wohl drin ist? Teile eines Redeemer-Schiffs? Asteroid-Ressourcen? Ein Artefakt der Ancients? Das lässt sich nur herausfinden, indem wir sie öffnen. Wie öffne ich eine Perle? Sobald ich das Gewebe abgeschält habe, sollte es relativ einfach sein, sie aufzubrechen. Werfen Sie die Perle einfach irgendwo gegen. Okay, reparieren. Zack, 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 zack. Öffne eine Perle, indem du sie gegen eine feste Oberfläche schmeißt oder so. Da ist die Perle. Greifen. Werfen. Reifen. Bam! Erwartet, aber die
Diese Leviathane verschlucken ziemlich wertvolles Zeug. Ich frag mich, was sich da sonst noch finden lässt. So, ich glaube, ich habe das Quest abgeschlossen. Ich habe das Quest abgeschlossen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja gar nicht. Nein, ich glaub's ja gar nicht. Das kann doch nicht sein. Nein, ich glaub's ja gar nicht. So. Alles klar. Mensch, das war ja was. Also, das war Perlentauchen. Und gut, das kann man immer wieder machen. Das ist der Sinn von diesen Leviathan. Und ja, wem das Spaß macht, also das ist so frustrierend. Diese zufallsgenerierten Sachen innerhalb des Leviathans, die können dazu führen, dass man das nicht schafft in der Zeit, bevor einen wieder ausspuckt und so. Ja. Okay, aber wir machen dann in der nächsten Folge, machen wir dann in der Hauptstory weiter. Dazu müssen wir nochmal zu Prescott Station, glaube ich, müssen wir da nochmal hin und den Pfad finden und das finden wir schon alles raus. Alles klar, in diesem Sinne, euer Captain Reliok. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, trotz meiner Maulereien. Wie sage ich immer zum Schluss immer so schön, in Hamburg sagt man Tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.